ist der Flix. Heute mit der Hand of the Week Teil 3, diesmal NL 100 mit meinem Schüler Lenhard, der einen Post im Forum gemacht hat zu einer NL 100 Hand Ace King im 3-Bet-Pot versus Cold Call. Das ist ein sehr, sehr interessanter Spot, der sich Postflop ergibt aus einer sehr, sehr ungewöhnlichen Preflop-Situation, die man nicht so ganz einzuschätzen weiß. Und ich denke, das ist auch genau der Punkt, der die Problematik Postflop erzeugen wird. Und das werden wir gleich sehen. Also zunächst zu den Villains in der Hand. Es geht hier um einen Midstacker in der Hand, der nie gegen 3-Bets foldet, also wahrscheinlich ein Fisch. Das ist der Spieler hier. Und ein Winning Rack im Small Blind, der 23-21 auf 800 Hände spielt. Außer der Info, dass er ein Winning-Player ist, haben wir jetzt erstmal nichts. Das heißt, damit müssen wir arbeiten und wir haben eben wirklich ein Target, gegen das wir hier operieren. Okay, Action ist wie folgt. Der Midstacker, der fischige Midstacker, opened auf zwei Big Blinds und Lenhard macht 7 aus dem Button, was vollkommen in Ordnung ist. Man kann die Min-Opens in Position auch immer etwas kleiner dreibetten, das muss nicht besonders groß sein. Wenn der Midstacker natürlich eh nie auf 3-Bets foldet, kann man auch größer 3-Betten, 8 oder 9, je nachdem, wie man möchte. Das ist je nach Gusto. Man hat eh noch ein bisschen Stack auszuspielen, von daher macht das wahrscheinlich gar nicht so viel Unterschied. Also zwei Straßen muss man Postflop eh spielen, mindestens. Und jetzt overcallt der Small Blind, der der Winning Rack ist, hier dieses Raise, und der Midstacker callt auch. Jetzt müssen wir erstmal überlegen, was für eine Range kann der Small Blind hier überhaupt overcallen.